Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit, unserem gemeinsamen Erleben des Jahreskreislaufes durch die Mantren, die Wahrspruchworte von Rudolf Steiner, die uns durch den Jahreskreislauf begleiten und wir so erleben können. Nicht nur die heiligen Festeszeiten des Christentums wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten, auch Michaeli und Johanni, dass wir auch erleben können, wie wir als geistige und seelische Wesen in diesem wechselhaften Sein im Jahreskreislauf erleben, was uns aus der geistigen Welt zukommt. Und so haben wir in dieser Jahreszeit, wo wir kommen vom Winterdunkel, wo die Natur sich ausbreitet um uns, als wäre sie tot, kommen und gehen in den Frühling, in das Erwachen der Pflanzenwelt, der Natur um uns herum. Wenn Sie öfter vielleicht angesehen haben im Winter, wenn die Grasdecke zu sehen ist, als wenn da kein Leben mehr drinnen wäre in den Graspalmen, dann können Sie jetzt ein Erwachen, ein plötzliches Leben in diesem Gras zum Beispiel, aber auch natürlich in den anderen Pflanzen erleben, auch in der Tierwelt. Und so ist es, dass die geistige Welt, die Engelhierarchien, der Christus warten, hoffen auf den Menschen, dass er das, was als geistiger Impuls ihm im Herzen, in seiner Seele, in seinem Geist aufgegangen ist, was lebt in uns als Geistimpuls für die Zukunft der Welt, für die Menschheit, dass das herauskommen will, zum Leben kommen will, die Welt befruchten und wieder ins Leben zurückführen will. Dass also das, was wir empfangen haben als Geistgeburt zur Wintersonnenwende, zu Epiphanius, dass das gegen all das Widerstreben der Natur, die noch in einem Art Todesschlaf ist, dass wir diesen Widerstand überwinden und das Leben, das freudvolle Leben in die Zukunft tragen, es verwirklichen in der Welt. Und so dieser 47. Wochenspruch. Es will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquicken, werde Lust. So finde meines Denkens Kraft, gerüstet durch die Gotteskräfte, die kräftig mir im Innern leben. Und das ist es, was wir ja jede Woche uns ansehen, dieser Ablauf des Jahreskreislaufes, wo wir gehen in dieser Lemniskatenbewegung mit Sonne, Erde und Wandelsterne, dass wir gehen von diesem Bereich des kreisförmigen Bewegens in ein lineares Bewegen mit diesem 47. Wochenspruch. Dass wir also gehen vom Wassermann, gekommen sind nun in den Fisch, in das Tierkreiszeichen des Fisches, der uns bringt, dieses lebendige Sein in inniger Einheit mit der Welt, dass wir uns verwirklichen können, das, was in uns lebt, als geistiger Mensch, dass es sich verbinden will mit der Erdensphäre. Wenn wir ansehen, die Erdensphäre, die Natur um uns herum, dann ist eben in der Winterzeit hier auf der Nordhalbkugel es so, dass wir eine Natur erleben, in der das Leben nicht mehr ist, wo es gewichen ist. Und so können wir an das denken, was für den Menschen so etwas Wichtiges ist, während der Inkarnation auf Erden, dem Leben im physischen Leib, das ist die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir schlafen gehen, dass wir morgens wieder aufwachen. Dass wenn wir eine Ernährung brauchen, dass wir die Hoffnung haben, dass der Samen, das Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde,
einst wachsen wird zu einer Pflanze, die uns wieder ernähren wird, dass wir die Erkenntnis von Menschsein haben, dass wir nicht nur diese unmittelbare bewusste Existenz haben zwischen Geburt und Tod während dieser Inkarnation, sondern dass wir Erkenntnis davon haben, wir werden ein Leben haben, auch nach dem Tode. Wir werden ein Leben haben zwischen Tod und nächster Geburt in der geistigen Welt als Seele und als Ich, bewusstes Wesen. Dass wir ein Leben haben werden nach der nächsten Geburt, dass wir eine nächste Inkarnation haben und dass das so weitergeht, dass wir also keine Verzweiflung über unser Dasein haben müssen, weil wir uns erkennen können als ein Wesen, das ewiglich in der Zukunft existieren kann. Und das ist es, was wir heute als die große Aufgabe der Menschheit haben, dass wir uns ein Bewusstsein machen über das wahre Menschsein, über die wahre Gestalt der Welt, dass wir erkennen, dass es höhere geistige Wesen gibt, die uns geschaffen haben, mit denen wir wieder in Verbindung treten können. Und dass wir erkennen, dass das Erdenleben ja ein Ziel hat, ein Ideal, uns höher und weiter zu entwickeln, in moralischer, in geistiger, in fachlicher Hinsicht. Dass wir in inniger Verbundenheit mit dem Ereignis des Mysteriums von Golgatha stehen und damit mit dem Christuswesen. Dass wir teilhaben am Christuswesen durch unser Ich-Bewusstsein, dass wir eine Nachfolge Christi antreten können, dass wir so werden Menschenwesen, die wieder in eine Verbindung mit der moralischen Weltenordnung der geistigen Welt kommen können. Rudolf Steiner sagt zur Hoffnung, ein Mensch kann ohne Hoffnung überhaupt keinen Schritt im Dasein machen, insoweit es der physischen Welt angehört, in der GA 130. Also für das physische Leben brauchen wir die Hoffnung, dass etwas ersteht, dass es diese Werdelust gibt, dass wir, wenn wir etwas Nahrung zu uns genommen haben, wir diese Nahrung verbraucht haben, dass wir wieder Nahrung finden werden, wenn wir ausgeatmet haben, dass wir wieder einatmen können. Diese Hoffnung sind die Hoffnungskräfte, die das physische Leben ermöglichen. So nennt Rudolf Steiner in der GA 127 den physischen Leib auch den Hoffnungsleib. Es ist die Werdelust, dass wir wissen, wenn wir dies oder das tun, wenn wir zum Beispiel Nahrung aufnehmen, dann wird es uns so weit erkraften, dass wir weiterleben können. Und das ist, was uns dieser Wochenspruch mitteilt, dass wir das Leben wieder hineintragen können in uns und in die Welt. Und in den Darstellungen Rudolf Steiners in der Geheimwissenschaft im Umriss wird die Entwicklung des Menschen dargestellt, wie wir aus Gott hervorgegangen sind, aus der göttlich-geistigen Welt, dass wir auf der Sonne begonnen haben, Lebenskräfte zu sammeln, dass also das Leben in den Menschen einzog und am alten Mond wir begabt wurden mit dem Gefühl, dass wir erkannt haben als Wesen, es kann unser Leben aufrechterhalten werden, wenn uns etwas zukommt, was uns als Nahrung dient. Dass wir also das Gefühl entwickeln, ein positives, ein lustvolles Gefühl des Aufnehmens von Lebenskräften, die Lust am Werden. Dass also das Menschenwesen von der göttlichen, geistigen Welt so gestaltet ist, dass in uns Werdelust entsteht, wenn wir wissen, es kann uns etwas zukommen, das unsere Existenz erweitert. Und es ist das, was dann eben die Werdelust am alten Mond ist. Ich zitiere, und weil das Menschenwesen auf dieser Stufe seiner Entwicklung bereits den Astralleib, also das Bewusstsein, die Empfindung besitzt, werden diese Atmung und die Ernährung von Gefühlen begleitet, sodass eine Art von Lust entsteht, wenn solche Stoffe von außen aufgenommen werden, die förderlich sind für den Aufbau des Menschenwesens. Das lässt uns erkennen, dass wir keine Maschine sind und keine zufällige Anordnung von Materie, sondern ein seelisch-geistiges Wesen, das begabt worden ist mit diesen Hoffnungskräften, den Werdekräften,
diesen positiven, lustvollen Gefühlen, dass wir weiter existieren, wenn wir dies und das tun. Dass also, wie Rudolf Steiner sagt, so dem Entstehen des Menschen zu einem fühlenden, bewussten Wesen am alten Mond, dass wir im Atmungsprozess etwas sehen, das uns erhalten kann und im Vorstellungsprozess, also dass unsere Gedanken etwas hervorbringen können, schon etwas wie ein Weitersein, ein Fortpflanzen. Und das ist etwas, was der Mensch ja in der Zukunft lernen wird, dass seine Gedanken, die durch das, was wir heute in der Gegenwart, in der Michaelzeit erleben, dass unsere Gedanken werden menschliche Intelligenz, die ein Bild ist, eine Entwicklung, ein Aufnehmen der kosmischen Intelligenz des Erzengel Michael, der diese verwaltet hat, dass in uns eine Denkkraft entsteht, die Wirklichkeit hervorbringt, die also wahr ist und dass die Gedankenkraft dann hervorbringt Wirklichkeit. Und so wird der Mensch ja in Zukunft einmal durch seine Gedanken, die dann werden Worte, dass seine Worte Wirklichkeit werden, dass also der Mensch sich fortentwickeln wird, aus sich selbst wieder menschliches Leben hervorbringen wird, durch seine Gedanken und Worte. Das wird in der Zukunft eintreten, dass der Mensch sozusagen Leben schaffen kann, dadurch, dass in ihm die Wahrheit lebt. Und so möchte ich sprechen, dass uns hinführt auf diesen Zeitraum des Jahres, wo wir ja kommen aus der kritischen Woche und dann gehen in Richtung Lichtspruch, also wir erleben dieses Erwachen des Geistes, der sich einleben kann als gute Zukunftsimpulse in der Welt, dass das erlebbar ist für den Menschen. Ruhe, Kraft und Streben. Ich trage Ruhe in mir. Ich trage in mir selbst die Kräfte, die mich stärken. Ich will mich erfüllen mit dieser Kräftewärme. Ich will mich durchdringen mit meines Willens Macht und fühlen will ich, wie Ruhe sich ergießt durch all mein Sein, wenn ich mich stärke, die Ruhe als Kraft in mir zu finden, durch meines Strebens Macht. Das ist, was der Mensch heute werden kann, ein Wesen, das die guten Zukunftsimpulse aus der geistigen Welt empfangen kann. Und dass er erlebt die Werdelust, diese göttlichen Impulse durch die Gotteskräfte, die in seinem Inneren hingekommen sind, die ihm geschenkt wurden, wie es hinaustragen kann, schaffend in die Welt. Und das sagt uns auch das Rosenkreuzer drum, dieses Schaffen. Ich zitiere Rudolf Steiner aus der GA 89. Das Schaffen aus Verhältnissen heraus nennt man in der christlichen Esoterik das Schaffen im Geiste und das Schaffen aus richtigen, schönen und tugendhaften Verhältnissen heraus nennt man in der christlichen Esoterik den Heiligen Geist. Der Heilige Geist beseligt den Menschen, wenn er imstande ist, aus dem Nichts heraus das Richtige oder Wahre, das Schöne und Gute zu schaffen, dem Christus nachzufolgen, um sich mit dem Christuswesen zu verbinden, macht sich reif für den Heiligen Geist und kann dann aus den wahren Verhältnissen der Welt heraus schaffend wirken. Es ist dann ein Schaffen im Geist. Das ist die Herausforderung für die heutige Menschheit, nicht in dem Wahn zu erleben, dass uns durch das System vermittelt wird, dass alles geschenkt wird, man nichts tun muss und man nur tun muss, was uns gesagt wird, sondern dass wir die Wirklichkeit erfassen, denkend und erleben, dass wir aus den wirklich Bestehenden die fachlichen Fähigkeiten erlernen, um etwas zu schaffen und dann aus dem Geiste heraus Neues in die Welt zu bringen. Weiter die drei Arten des Schaffens sind also
Kombinieren der vorhandenen Teile, die Form, hervorgehen lassen neuer Gebilde mit neuem Lebensinhalt aus vorhandenen Grundlagen, das Leben, schaffen aus dem Nichts heraus, das Bewusstsein. Das ist, was in uns veranlagt ist, in dieser Werdelust, dass wir den Gedanken, den Geist in uns aufnehmen und aus uns heraus dann Leben schaffend sind. Dass wir sehen, dass etwas entsteht und dass wir dieses Werden als etwas Wunderbares, Freudevolles empfinden können. Ich werde hier, wie schon ja in den letzten Monaten, zu den Nebenübungen nun auch immer wieder kurz etwas zu den Hauptübungen sagen, vielleicht in verschiedenen Varianten, weil ja Rudolf Steiner, wie es in den GA-Darstellungen von 265 bis 268 dargestellt in den esoterischen Stunden immer wieder Hinweise gegeben hat für verschiedene seiner Schüler und in verschiedenen Stunden, die auch wieder immer wieder in etwas anderer Art eine Darstellung bringen, welche Art von Hauptübungen wir machen können, um uns, wenn wir das aus freien Stücken uns entscheiden zu tun, an uns arbeiten können, um unsere Wahrnehmungsfähigkeiten, unsere Bewusstseinsfähigkeiten zu steigern, unsere Seelenfähigkeiten von Denken, Fühlen und Wollen so weit zu erkraften, dass wir Herr werden darüber, dass wir nicht mehr von den Widersachern so sehr manipuliert werden können. Dass wir also beginnen, zum Beispiel, wenn wir in der Früh erwachen, gleich als erstes eine Ruhe herstellen in unserem Bewusstsein durch das auch das Denken der Wortesruhe, dass wir dann denken, Wahrspruchworte von Rudolf Steiner übermittelt wie oben alles wie unten oder strahlender als die Sonne. Dass wir dann tun etwas wie die Atemübung, die Rudolf Steiner dargestellt hat, mit der Konzentration auf Chakren, also auf Orten im Menschenleib, wie der Stirn zwischen den Augenbrauen mit Ich bin, mit dem Denken von Ich bin während der genau angeführten und beschriebenen Atemübung mit Es denkt im Kehlkopf und sie fühlt im Herzen und er will im Nabel. Und dass wir dann ein Gedanken- und Vorstellungsbild uns entwickeln, das der Wirklichkeit und Wahrheit möglichst nahe kommen soll, vom göttlichen Ideal und vom wahren Weltensein. Und dass wir dann auch nicht vergessen, Nebenübungen zu machen und abends Rückschau zu halten über das Erlebte. Dass wir also bei den Seelenübungen in der Früh immer etwas sprechen, wie das, was ich jetzt schildere, das Wahrspruchwort von innen reinen Strahlen des Lichtes. Innen reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Und dann möchte ich wie immer auch hinweisen auf die Nebenübungen. Wir sind im Februar noch bei der Nebenübung von Gelassenheit und Gleichmut. Also, dass uns das, was auch Schreckliches oder Verärgerndes auf uns zukommt, auch Freudevolles, dass uns das nicht aus dem Gleichgewicht, aus dem Seelengleichgewicht bringt, sondern dass wir Herr bleiben über unsere Stimmung. Dass die so ist, dass wir kontinuierlich uns weiterarbeiten können, durchdringen können, das Weltgeschehen, dass wir es in uns aufnehmen können und davon lernen können und die Impulse, die Schicksalsimpulse, die in uns leben, auch nach und nach verwirklichen können. Und diese Kraft, die uns durch die Nebenübungen entstehen, die hat der Rudolf Steiner beschrieben, dass wir jeweils das in einem feinen Erleben wahrnehmen können, diese entstehenden Kräfte, die unseren Astralleib in einen harmonischen Zustand bringen und dann auf unseren Ätherleib und physischen Leib wirken, dass wir das zum Beispiel bei Gelassenheit und Gleichmut
zu beginnen, fein zu fühlen. Eine innere Ruhe, sagt dazu Rudolf Steiner, im Körper, diese durch subtile Aufmerksamkeit spüren, und diese innere Ruhe gieße man in den Leib, indem man sie von Herzen nach den Händen, nach den Füßen und zuletzt nach dem Kopfe strahlen lässt. Das findet man zum Beispiel in der GA 10 und 12. So gehen wir durch den Jahreskreislauf, und Rudolf Steiners Darstellungen zum Eurythmie sind ja, wie der Mensch ausgebreitet ist über das Jahr hinweg, wie verschiedenste Wahrnehmungen und Handlungen des Menschen über den Jahreskreislauf sich ausbreiten, und wie wir im Tierkreis des Fisches das sind, was wir Schicksal nennen, also das, was auch zuvor ja beschrieben ist, dass wir Impulse haben aus der geistigen Welt, aus unserem Schicksalswollen heraus, dass wir die Welt erleben, wie sie ist, und dass wir unser Schicksalswollen in die Welt hineinbringen wollen, um die Welt zu verwandeln, in der Hinsicht, wie die Zukunft der Menschheit durch das Weltenwort gestaltet sein will, dass wir dadurch mehr eins werden mit der Welt, dass wir in der Welt sind als das Wesen, das in ihm die moralischen Weltenordnung aus- und einlebend in die Welt sind, dass wir sein, das Sein erleben, verbunden mit der Erdensphäre. Ich zitiere aus der GA 279, dann geht es über in das, wo der Mensch mit der Außenwelt ganz verschwimmt, wo er in die Außenwelt übergeht, wo dasjenige, was er tut, Schicksal wird. Da lebt der Mensch in dem Elemente des Moralischen drinnen, wie die Fische im Wasser, wie die Fische mit dem Wasser verschwimmen, fast eins damit werden, so lebt der Mensch mit seinem Schicksal in der moralischen Außenwelt. Und wir sind eingebunden, wie zuvor ja gesagt, in die verschiedenen Kräfte, die uns im seelischen und geistigen, im Jahreskreislauf von den höheren geistigen Wesen zukommen. Und wir haben in der Wahrnehmung ja das Erleben der Welt um uns, und das vielfältige Erleben, das kommt aus der ganzen Welt uns zu und gestaltet sich zum, in unserem Ich wieder zu einem Ganzen. So sind wir im Bewegungssinne gewesen im Wassermann, und wir sind nun im Fisch im Lebenssinne. Und das wird ja in einer höheren Wahrnehmung zur Behaglichkeit. Also der Lebenssinn ist das, dass unsere Sinnesorgane mehr in den Willensbereich sind, wie Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn. Es ergießen sich die Strömungen dieser Welt in jene Brunnen. Diese Brunnen sind ja gestaltet, vor allem von den Engelwesen der dritten Hierarchie, die in den Sinnesorganen liegen, so dass der Mensch aus diesem Brunnen für sein Seelenleben schöpfen kann. Und weil dasjenige, was aus diesem Brunnen geschöpft wird, zuletzt sich in dem Ich zusammenfindet, muss es, obwohl es von verschiedenen Seiten herkommt, doch ursprünglich einen eigentlich in sich Wirkenden entströmen. Wir sehen dieses Wirken des Umkreises auf das Ich, und wie das, die ganze Welt sich in das Ich ausspricht und uns so etwas mitteilt, dass wir mitgeteilt bekommen, wie aus dem Geistigen in uns der Impuls durch die Sinne kommt, in uns aufersteht und wir so leben, wirken, Werte, Lust in die Welt bringen können. Und im Höheren ist es etwas wie Behaglichkeit. Man kann sagen, dass sich an Atmung, Wärmung und Ernährung innere Erlebnisse knüpfen, welche sich als eine Art Wohlbefinden, Behaglichkeit und so weiter offenbaren. Das ist also veranlagt in unsere Wesenheit, als seelisch-geistiges Wesen, dass wir diese Behaglichkeit, dieses Werden, dieses Empfinden des Lebens in die Welt tragen, haben in uns, wenn der Geist erwacht in uns und wir den Geist einleben können, durch Impulse in die physische Welt, dass uns das, das Erleben des Lebens in der Welt bringen kann. Und dazu möchte ich sprechen zu den Fischen, eine der 12 Stimmungen von Rudolf Steiner. Im Verlorenen finde
sich Verlust. Im Gewinn verliere sich Gewinn. Im Begriffenen suche sich das Greifen und erhalte sich im Erhalten. Durch Werden zum Sein erhoben, durch Sein zu dem Werden verwoben. Der Verlust sei Gewinn für dich. Es spricht uns eigentlich an, diese Stimmung, das ganze Menschensein, wie uns auch der Jahreskreislauf darstellt, ein Erleben von Niedergangskräften und Auferweckungskräften, Lebenskräften, Wachstumskräften, dass wir dadurch erleben, wie das Sein verschwindet und in uns die Geistimpulse erwachen, die dann wieder Leben in die Welt bringen. Und das ist auch das, was wir erleben im Geiste, durch das, durch den Tierkreis, durch das Tierkreiszeichen des Fisches vermittelte Art, die Welt zu denken, den Psychismus, dass wir begreifen die Welt, dass sie von Weltprozessen, also von geistigen Impulsen, die wir hineinbringen in die Welt, die durch Wesen verursacht, hervorgerufen sind, dass wir aber dieses Wesenhafte in dieser Anschauung der Welt nicht so konkret betrachten können, sondern uns konzentrieren auf das Werden des Lebens in den Weltprozessen. Das ist dann das, was man in den Tugenden in diesem Tierkreiszeichen ja hoffentlich entwickeln können, was wir aufgerufen sind zu entwickeln, diesen Großmut, also die Selbstüberwindung, dass wir das Niedergehen, das Verschwinden, das Verlieren erleben können und in uns die Kraft erhalten zur Welt, dass wir das, was dann nach dem Niedergang als Neues, als Gewinn entstehen will, dass wir das in uns erleben als aus Liebe zur Welt, dass wir den Großmut haben, uns hineinzuopfern in die Welt, um aus eigenen Kräften und den Götterkräften, die uns zugekommen sind, Neues hervorbringen lassen aus Liebe zur Welt und zu den Mitmenschen. Und so möchte ich noch einmal sprechen, diesen 47. Wochenspruch. Es will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquicken, werde Lust. Sie finde meines Denkens Kraft gerüstet, durch die Gotteskräfte, die kräftig mir im Innern leben. Und zum Abschluss noch aus der GA 279 ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Heil den unbekannten, höheren Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. Vielen herzlichen Dank.